Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Super Mario Sunshine Arcade 2. Es freut mich wirklich, dass ihr wieder hier seid. Wir haben ein Wettrennen, Leute. Gegen den Real Palmaton. Leute, wisst ihr eigentlich schon ein Gerücht über den echten Palmaton? Ich meine natürlich ein Gerücht über den echten Palmaton-Geist. Der ist nämlich eigentlich der Postbote aus OOT und... Majora's Mask, das weiß mit Sicherheit noch gar keiner. Aber genügend Faxen gemacht, natürlich weiß dieses... Ich sagte, genügend Faxen gemacht, das weiß vermutlich jeder. Und jetzt konzentrieren wir uns drauf, hier nicht zu sterben. Immerhin schon mal Progress. Wir sind so weit wie noch nie. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier auf die... Moment... Auf die Palme hoch, genau. So, ich muss es aufpassen. Okay, da drüben sind Flammen. Okay, ich muss es jetzt hier passend timen. Das könnte jetzt der Moment sein. Ja, oder? Yes, okay. Oh boy, jetzt kommen Würfel. Oh, das ist... Oh, Würfel sind ohne Düse. So schwer. Okay. Zack, so. Bin ich dann schon am Ziel? Ja, ich bin! Ich bin am Ziel! Und da ist die Blue Coin. Oh shit. Wenn ich jetzt bei der Blue Coin versage, muss ich alles nochmal machen. Okay, aber das ist... Wie groß ist die Distanz? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache einen normalen Sprung. Ich glaube, ich werde einen normalen Sprung rüber machen. Das müsste eigentlich machbar sein, aber der Zeitraum ist... begrenzt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Hechtsprung funktioniert. Ich hätte es... Ich habe mich schon tot gesehen. Danke, Karma. So, was geht hier ab? Oh, eine Red Coin Challenge. Da wird es mal Zeit, ein bisschen nach drüben zu wandern. Ja, ich würde einfach sagen, Feuer frei. Und wir schauen einfach, wo uns das Ganze hinführt. Um die Blue Coin mache ich mir jetzt tatsächlich noch keine Gedanken. Ich würde sagen, eins nach dem anderen. Wir können ja die Blue Coin immer noch sammeln, nachdem wir Red Coins haben. Und ich sehe gerade, dass ich tot bin. Nein, was ich sagen wollte, was mir aufgefallen ist, wir haben nur 1,20 Zeit. Das ist nicht viel. Also das scheint eine Mission zu sein, die, oh boy, wie soll das gehen? Genau, also ich muss mich hier sehr beeilen. Das ist eine Mission, die nicht sehr lange dauert. So, jetzt, ich muss mich hier mal, oh, da oben, what the hell? Wartet mal. Boy, oha. Okay, das hat funktioniert. Da ist die 3. Da in dem Eisblock ist die 4. Holy shit, die Zeit. Die Zeit, Leute. Krieg ich die Münze schon? Ja, krieg ich schon. Okay. Nein! Oha. What the hell? Was geht ab? Was ist das für eine Challenge? Die Zeit wird niemals reichen. Die Zeit wird niemals reichen. Weil wir haben zwar jetzt 6 Münzen. Obwohl, boah, es könnte todesknapp werden. Es könnte todesknapp werden. Ja, die haben wir erwischt. Nope. Nein, nein! Der hat mich noch gegettet. Der hat mich noch gegettet. Mit dem letzten Pixel seines Drecksschnabels hat er mich noch gegettet. Es hätte funktionieren können. So, jetzt dem hier auf die Fresse hüpfen. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Zeit als davor. Ändert aber nichts daran, dass ich jetzt hier doch sehr aufpassen muss. Obwohl, naja, wenn ich das jetzt hier mit meinem Jetpack lösche, genau. Okay, dann hätten wir die Challenge schon mal geschafft. Ich habe absolut keinen Schimmer, wo die Blue Coin sein soll. Nee, da komme ich nicht ran. Die Melone kann ich von unten nicht kaputt machen und von oben kann ich die Blöcke auch nicht kaputt machen. Da... What the hell? Willst du mich komplett verarschen? Ich geh doch drauf. Da muss ich irgendwie Wandsprünge machen, aber... Ja. Hä? Okay. Hat gut funktioniert. Trotzdem läuft die Zeit immer sehr, sehr knapp ab und ich finde mein Movement echt nicht so schlecht. Also, das ist definitiv kein Einsteiger-Hack, sag ich mal. Für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht viel Sunshine-Erfahrung haben oder so. Yay! So, was geht hier ab? Okay, wir starten im Water.
Also das Game will, dass ich... Aber hier ist ein Schild. Schilder sind immer wichtig. Oh, what? Das ist eine 100-Coin-Mission? Wollt ihr mich verarschen? Na, dann fangen wir mal an, die Brotkrümel einzusammeln. Bro, Bro. Schauen wir mal, was hier drin ist. Das sieht irgendwie aus wie ein Haus oder sowas. Okay, hier sind auch noch ein paar Coins drin, die ein bisschen schwer zu erkennen sind, wenn ich ehrlich bin. Ah, okay, jetzt. Ich habe aber noch keinen Schimmer, wo sich die Blue Coin befindet. Noch gar nichts gefunden. Ist da die Blue Coin drin vielleicht? Ne, die Münzen sehen zwar irgendwie blau aus. Weil sie irgendwie so in den Flammen drin sind. Und warum ist der Typ da? Warum redet... Also, kann ich mit dem reden? Ich sammle erstmal die Münzen ein, oder? Kann ich mit dem reden? Nein, kann ich nicht, oder? Oh, ich muss des Todes aufpassen. Zum Glück sammle ich ja die Münzen ein. Wow, das sind schon 100. Ich brauche gar nicht alle? Ich dachte, ich hätte alle gebraucht. Okay, crazy. So, aber jetzt muss ich noch irgendwie es schaffen. So, ich lösche hier mal das Wasser komplett. Dass ich mit dem reden kann. Der muss doch was mit der Blue Coin zu tun haben, oder? Nur er sagt nur Welcome to Fire Island. Ja, danke, Bro. Wo ist die Blue Coin? Es kann da... Oh, shit. Jetzt sterbe ich. Diese dreckige blaue Münze. Immer und immer wieder beendet sie meine Karriere. Da! Da ist sie. Got it, guys. Was ein Act. Unfassbar, wie lange du an so einer blöden Mission sitzt. Das sind immer diese 100-Münzen-Missionen, wo du nicht so ganz viele Münzen auf einem Haufen findest, sondern so jede Münze einfach über die ganze Welt verteilt ist und du alle einzeln nacheinander einsammeln musst. Üble Sache, üble Sache. Und jetzt kommen auch noch Drehplattformen ohne Jetpack-Düse. Ja, moin. Ja, moin. Jetzt willst du das Spiel wissen, aber ich glaube, wir sind in der vorletzten Welt der ersten Hälfte, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Spiel teilt sich ja quasi in 2x48 Shines auf. Und das ist jetzt Shine Nummer 47. Das heißt, beim nächsten Mal kommt so ein kleines Vorfinale, wenn man das so nennen mag. Okay. Dadurch, dass es nicht so viele Drehplattformen sind, kann man recht gut absehen, was da abgeht. So, der dreht sich jetzt ganz weird. Was macht der denn jetzt? Ah, der Würfel dreht sich ja in keinem sinnvollen Muster. Die Hitboxen! Der Sarschner! So, jetzt, liebe Drehplattform. Ich werde nicht nochmal verkacken. Okay, ich höre die Scheinen. Ach, sie ist vielleicht direkt über mir. Okay, okay. Yo, da kommt jetzt einfach 4 rote hinter... Okay, das muss todesgetimt sein. Das muss todesgetimt sein. Weil ich absolut gar keine Zeit habe. Ich habe absolut gar keine Zeit. Und was ist das? Das Game ist ganz schön schwer. Leck mich am Arsch. Das war ein guter. Der war gut. Der war. Oh, lol. Die Blue Coin ist gar nicht auf der Palme. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was muss ich hier tun? Got it. Got it, guys. Und ich lebe sogar noch. Yes. Ja, das sieht jetzt nicht mehr so schwer aus, was jetzt kommt. Immer schön abwarten, bis die sich drehen. Und dann einfach ins Ziel böllern. So, und wenn wir Super Mario Sunshine Arcade 1 spielen würden, würde jetzt das Finallevel kommen. Wie sieht das aus? Also, ich will jetzt nichts sagen, aber... Es sieht recht chillig aus. Es sieht halt legit... sehr entspannt aus. Oh, shit. Ich muss auf das Boot warten. Zack. Zack. Yep. Nein, 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 nein. Wir drehen noch eine Ehrenrunde. Wir drehen die Ehrenrunde. Okay.
Yep, yep, yep. Okay. Ich muss auch jetzt mal relativ schnell mal Ausschau nach der Blue Coin halt, ne? Denn auch hier gibt es natürlich die Blue Coin, die ich mitnehmen will. Und hier oben sehe ich aber nicht. Es könnte in einem Block hier drin sein. Uiuiui, 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 ui. Ich sehe jetzt das, wie lang das ist. Holy shit. Jetzt verstehe ich, warum das die letzte Welt ist. Juhu. Yep. Oh, das sind alles Gegner? What the hell? Okay, okay, ich muss die jetzt alle killen. Ja, das One-Up brauche ich aber gar nicht, weil es in diesem Hack gar keine One-Ups gibt. Aber Progress, würde ich sagen. Ich glaube, hier kommen jetzt einfach halt nochmal alle Level-Elemente der gesamten vorherigen 47 Level zusammen. Und daraus wurde quasi eine riesige Abschlussstage gemacht, wenn ich das jetzt mal richtig interpretiere. Oh, Yoshi kommt sogar. Dann sieh mal einer an. Oh mein... Nein! Nein! Okay, dann machen wir erst den Weg hier rüber. Und dann so. Alles klar. Der Buddy ist dabei. Sehen wir die Blue Coin irgendwo? Ich noch nicht. Futtern, 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 futtern. Er kann die nicht essen? What? Okay, alles klar. Ich glaube, da kann ich doch jetzt schon den hier machen, oder? Yoshis Drehsprung ist insane, was die Reichweite angeht. So, und ich vermute, dass ich Yoshi jetzt zurücklassen soll, oder? Ich glaube nicht, dass da jetzt noch was kommt, wofür Yoshi benötigt wird. Ich habe einfach so Angst, die Blue Coin zu verpassen. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich habe so Angst, die Blue Coin zu verpassen und dann alles nochmal machen zu müssen. Aber ich sag mal, dieses Level hat ja bisher nicht viele Verstecke gehabt oder so. Weg mit dir, halte Maul. Ich sehe immer noch keine Blue Coin. Boah, ich hoffe, dass es vielleicht irgendwie einfach so, weil es das Finallevel ist, dass das Spiel einfach sagt, so, hey, es ist das Finallevel. Hier am Ende kriegst du halt einfach die Blue Coin geschenkt, so. Einfach als Bonus dafür. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich lebe noch. Ich lebe noch. Aber würdest du mich bitte festhalten, danke. Warum? Goddammit. Also, ich sehe sie halt nicht, ne? Ich sehe diese Blue Coin nicht. Und ich habe so Angst, sie zu verpassen. Aber ich weiß auch nicht, was... Die ist hier nirgendwo. Ich hab sie verpasst. Aber wann, wo, wie? Wer? Wohin? Okay. Du Hund. Lol, lol, warte, 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 warte. Habt ihr es auch gesehen? Da. Da ist ein. Da ist ein Frag. Die ist da drin. Die ist da drin. Hier. Irgendwie super obvious. Ich glaube aber, ich hätte nicht nachgeguckt, wenn ich jetzt nicht dieses Fragezeichen gesehen hätte. Tschüss. So, jetzt muss ich nur noch einmal an den Cops vorbeikommen. Und da werde ich jetzt hier landen. Genau, wenn der auf der anderen Seite ist. Und dann haben wir es. Dann haben wir die Hälfte aller Level durch und dieses Mini-Finale oder Halbfinale wohl in dem Sinne geschafft. Holy shit, Alter, das hat ultra lang gedauert. Die Aufnahme dauert knapp eine Stunde. Die Aufnahme dauert einfach eine knappe Stunde. Und hier geht es beim nächsten Mal weiter in einem wunderschönen Hotel mit Ghosts. Danke fürs Dabeisein, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Mario Sunshine Arcade 2. Euer Hübi.